Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcasts. Im Business Doc Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Doc Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Eine weitere Ausgabe des Business Doc Podcast. Heute wieder mit einer jungen Ärztin, diesmal einer jungen Ärztin aus dem süddeutschen Raum, aus dem Allgäu, Dr. Sophie Zödler. Ich habe die Sophie mehrfach gesehen, beobachtet, wenn ich mich fast sagen, im Social-Media-Bereich. Sie hat tolle Posts, sie ist im Bereich des Coachings für Mediziner unterwegs. Starkes Coaching für Mediziner ist ihr Leitspruch auf ihrer Internetpräsenz, auf ihrer Homepage, die wir später auch natürlich in den Shownotes verlinken werden. Was Sophie so besonders macht, sie ist auf der einen Seite Medizinerin, sie ist auf der anderen Seite Coach, sie ist aber auch Mind-and-Body-Medizinerin und sie ist vor allen Dingen auch Business-Coach, hat eine Ausbildung gemacht und hilft Medizinern dabei, ihren eigenen Weg in der Medizin zu finden, aber insbesondere auch als Mensch. Und Sophie ist sehr klar, Sophie ist sehr strukturiert und Sophie stellt einfach die richtigen Fragen und die Antworten, so ist ihre Aussage, die kommen von selbst. Sie ist Mutter, sie lebt im Allgäu mit ihrer Familie und wir sprechen über ganz, ganz viele tolle Sachen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie mit ihrer Familiensituation damals, also die Familie hat eine der ältesten Brauereien in Deutschland, älteste Familienbrauerei im Allgäu, die Brauerei Zödler, wie sie da groß geworden ist, wie man ihr immer sehr viel positive Dinge mit auf den Weg gegeben hat und wie man ihr vermittelt hat, dass alles im Leben zu schaffen ist. Und das ist etwas, was in einer Familie und auch einen Menschen natürlich sehr, sehr prägen kann. Und ihr werdet das im Interview merken, dass Sophie sehr, sehr positiv ist. Es gibt wenig negative Dinge, die Sophie in ihr Leben reinlässt. Und das gibt sie eben auch an andere weiter. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Es fällt mir schwer, so eine offizielle Vorstellung von Sophie zu machen, weil ich glaube, sie ist einfach ein sehr besonderer Mensch und ihr werdet das im Interview hören. Und eigentlich reicht das, was ich jetzt gesagt habe, vollkommen aus, um Sophie vorzustellen. Also sie hat so viele Talente, ist so vielseitig und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview mit ihr zu führen. Ich nehme dieses Intro jetzt im Nachhinein auf und bin noch ganz erfreut davon, was wir im Interview alles besprochen haben. Also freut euch drauf auf eine neue Business Talk Podcast Folge mit Dr. Sophie Zödler. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Doc Podcast. Freue mich ganz besonders, heute mit einer jungen Medizinerin hier präsent zu sein, die ich schon etwas länger verfolgt habe im Netz. Das ist ja das Schöne am Social Media. Man lernt Menschen kennen, die man vorher noch gar nicht gekannt hatte. Und ja, wir steigen jetzt einfach mal ein mit der berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Sophie Zödler? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Hallo Oliver, schön, dass ich dabei sein darf. Es ist mir wirklich eine Riesenfreude. Ich bin vor allem ich selber, Gott sei Dank, endlich geworden. Ich bin Assistenzärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, bin in meinem letzten Ausbildungsjahr, habe noch ein paar Monate, bin dann fertig, arbeite seit 1,5 Jahren im niedergelassenen Bereich, in einer ambulanten Praxis und in einem MVZ, an einem MVZ angegliedert. Und genau, habe vor 2018 meine Ausbildung zum Business Coach abgeschlossen, habe das an der FH Kempten gemacht und habe damit wirklich mir einen riesen Traum erfüllt, dass ich ja meine Vision leben kann und der immer näher kommt durch ein erneutes Handwerkszeug eben. Privat bin ich von Herzen gern Mama, habe einen Weltklasse Mann an meiner Seite, habe eine großartige Familie im Hintergrund, durch die das alles gar nicht sonst möglich wäre. Gehe gerne in die Berge. Wir haben eine Katze, wir leben ein wunderschönes Leben und uns geht's gut. Wir sind total dankbar. Ja, es hört sich alles sehr, sehr schön an und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also du lebst im Allgäu, allein deshalb ist es natürlich von der Region her wunderschön.
Du machst aber auch ganz viel, also du hast ja gesagt, was du alles so grundsätzlich machst. Du hast auch gesagt, dass du noch eine Business-Coach-Ausbildung gemacht hast. Aber die Frage, die mich ja immer interessiert, gerade vor dem Hintergrund des Unternehmertums, wie bist du da reingekommen? Gibt es Hintergründe bei dir in der Familie? Hat man dir das Unternehmer oder Unternehmerin sein vorgegeben? Und selbst wenn du jetzt sagst, du bist ja Angestellten im MVZ, hast du ja gerade gesagt, aber dieses Bedürfnis, vielleicht ein bisschen mehr zu tun, als nur in Anführungsstrichen seinen Job zu machen, wo kommt das her? Ich glaube, das kommt einfach von einem Grundwert oder einer meiner Grundwerte, und der ist die Freiheit. Mhm. Also ich habe nach dem Studium angefangen zu arbeiten und habe schnell gemerkt, ich habe für mich den schönsten Beruf der Welt. Also ich bin jeden Tag gern zum Arbeiten gefahren. Ich war nicht so jemand, der gedacht hat, boah, endlich habe ich Urlaub oder so, sondern ich habe mich eigentlich schon nach der ersten Woche Urlaub, den ich natürlich genossen habe, habe ich mich schon wieder gefreut, zum Arbeiten zu gehen. Und dann, genau, und dann habe ich meine Ausbildung begonnen, erst in der Reha-Klinik, dann in der Kinderklinik, in einer relativ großen, mit einer Kinderklinik der Maximalversorgung, also auch mit dem Perinatal Level 1. Und habe dann gemerkt, irgendwann, so nach 3,5 Jahren, ich fahre auf einmal nicht mehr gern zum Arbeiten. Mhm. Ich gehe nicht mehr gern hin. Und habe mir dann angeguckt, was sich verändert hatte. Und habe dann relativ lang gebraucht, bis ich wirklich gemerkt habe, was es ist. Also durch viele Prozesse bin ich dann durchgegangen, bis ich dann gemerkt habe, was es ist. Und das, was mir gefehlt hat, war die Freiheit. Und habe dann ein Kind bekommen, habe dann... als ich 10 Wochen alt war, habe ich mich zu der Ausbildung angemeldet, zu so einem Art Zweitstudium an der FH. Mhm. Und vielleicht nochmal zurück. Also ich hab lang gehadert. In diesem Jahr, wo ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut beim Arbeiten, habe ich immer wieder geweint, war im Stress. Ich habe die Patienten nicht so versorgen können, wie ich wollte. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht die Ärztin, die ich mal war und die ich auch gern sein möchte. Mhm. Also ich habe Entscheidungen aufoktroyiert bekommen und habe die einfach gemacht, ohne drüber nachzudenken, weil ich keine Zeit hatte. Also ich hatte keine Zeit nachzudenken, weil ich wusste, ich schaffe es eh nicht in meinem 13- oder 14-Stunden Arbeitstag. Es werden eh wieder 15 Stunden mindestens, die ich arbeite. Und wenn ich jetzt anfange nachzudenken oder eigene Entscheidungen zu treffen, dann geht es sich überhaupt nicht mehr aus mit der Zeit. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja ungefähr so 6 bis 7 24-Stunden-Dienste. Also es ist lang, man kommt da irgendwie überhaupt nicht mehr raus. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass dieses Unglücklichsein tatsächlich daherkommt, weil ich nicht mehr die Ärztin war, von der ich immer geträumt hatte, dass ich die sein möchte. Und dann eben in diesem Prozess, den ich vorher ein bisschen beschrieben habe, kam ich dann drauf, dass es daherkommt, dass meine Grundwerte, die Werte, nach denen ich leben möchte, dass ich die nicht erfüllen konnte mit der Arbeit, und habe dann überlegt, was ich ändere. Und der wichtige Grundwert für mich ist die Freiheit, und habe gemerkt, es reicht mir auch nicht nur in Anführungsstrichen in die Praxis zu gehen und da gestalterisch tätig zu werden, sondern ich brauche noch das Zweite, und das Zweite ist eben meine Vision zu erfüllen. Und das mit der Praxis im MVZ hat sich gut ergeben. Wir sind jetzt 4 junge Ärztinnen und noch der alte Praxisinhaber. Wir haben eine, finde ich, tolle Geschäftsleitung. Wir haben wahnsinnig viel Freiheiten, gestalterisch tätig zu sein. Und das macht mir großen Spaß. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das Gestaltersein, das Unternehmersein, das ist mit Sicherheit was mir meine Familie immer vorgelebt hat. Also war immer klar, ja, wir wurden da immer mit einbezogen. Arbeiten war nie negativ besetzt. Also auch die 7-Tage-Woche von meinem Papa, das war nie negativ besetzt, sondern das war halt so und das war in Ordnung. Wir sind da so mit reingerutscht. Ich glaube, es ist was Schönes, wenn man das so erleben darf als Kind, dass Unternehmertum was ganz Großartiges sein kann. Das ist ja echt ein toller Wert, der die Familie dir da mit auf den Weg gegeben hat. Du hast das ja auch geschrieben in der Vorbereitung auf das Interview, hast du mir so ein paar Dinge über dich geschrieben, und du hast auch gesagt, dass du immer vermittelt bekommen hast, dass du alles schaffen kannst, was du willst. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, bestätigt das nochmal sehr, sehr schön. Unternehmer sein oder dieses Arbeiten, dass es nie negativ belegt war, trotz vielleicht aller Ups and Downs, die auch so ein Unternehmertum vielleicht beinhaltet, aber dass man immer vielleicht weiß, wo auch der Kernpunkt
ist, also dieses Thema Familie, dieses Thema Werte pflegen. Ich glaube, das gibt uns ja allen eine ganz, ganz gute Grundlage. Auch das ist etwas, was du hier nochmal beschrieben hast, was ich unglaublich toll finde, nämlich zu sagen, ich weiß, wo meine Grundlage ist. Das ist eben das Thema Familie und die Werte, die mir diese Familie auch vermittelt hat. Ne? Genau. Du hast genau das, was du gerade beschrieben hast, auch hier nochmal als Meilenstein beschrieben, also so eine Art, ich nenne das mal Game Changer, wo du für dich eine Entscheidung getroffen hast, ich möchte das nicht so belasten, ich möchte nicht einfach diesen Krankenhausweg so weitergehen, sondern du hast ja für dich eine Entscheidung getroffen, wie du das ändern kannst. Hatte das viel damit zu tun, dass du dich viel mit dir selbst beschäftigt hast? Also diese Frage danach, wo ist denn überhaupt mein Wert? Was ist mir am wichtigsten im Leben? Ist das etwas gewesen, was so ein bisschen dich in den nächsten Schritt gebracht hat, raus aus diesem Einerlei des Krankenhauses? Genau, also es ging nur damit. Es hat sich im Krankenhaus etwas verändert. Also ich habe gesehen, es verändert sich im Außen was. Also als ich anfing, waren wir ein großartiges Team. Also ich denke, ich hatte ja den besten Arbeitsbeginn, den man sich vorstellen kann. Es waren viele Altassistenten, es waren Fachärzte da und wir waren alle gleich. Wir haben alle so am selben Strang gezogen. Wir haben einfach alle wahnsinnig gern Kinderheilkunde gemacht. Und dann haben sich Dinge verändert. Stellen wurden nicht nachbesetzt. Der Stresspegel wurde deutlich höher. Viele gute Ärzte gingen und viele Oberärzte gingen oder zumindest die mir lieben Oberärzte gingen auch zum Teil. Es blieben natürlich auch gute, aber es war einfach ein wahnsinniger Wechsel. Aber da habe ich gemerkt, das im Außen kann ich ja nicht verändern. Also ich kann jetzt erstmal nicht großartige Dinge gleich im Außen verändern, weil ich war da ja auch gerne in dieser Ausbildung in dem Krankenhaus. Und ich muss gucken, was sonst nicht passt. Und habe dann geguckt, passt irgendwas bei meiner Familie nicht, bei meiner Beziehung. Es war alles gut. Also ich habe gemerkt, es ist alles gut. Und habe dann, und darauf habe ich dann gemerkt, okay, wenn es nirgendwo im Außen liegt, dann kann, und so ist es natürlich, das weiß man ja, aber wenn man einfach in einer Stresssituation ist, guckt man erst mal im Außen, aber prinzipiell liegt es ja immer in uns drinnen und dann erst dann ändert sich das Außen und so war es auch. Ich habe dann in mich reingeguckt, habe viel durch die Laura Marlina Seiler gelernt und habe ja angefangen, mich selber zu hinterfragen, habe geschaut, was sind meine Werte? Wie will ich leben? Welcher Mensch möchte ich sein? Mhm. Und das waren, kannst du dir vorstellen, wenn man da so in die Ecken gucken muss, die man vielleicht nicht so gut, so gern sieht von sich selber, war schon ein hartes Dreivierteljahr. Und danach habe ich gewusst, so, mich hat das jetzt im völligen, also das allein zu machen, hat mich jetzt ein Dreivierteljahr gekostet. Mhm. Und ich beschäftige mich aber gern mit mir selber. Also ich habe ja vorher schon eine Ausbildung zum Mind-Body-Medizinerin gemacht. Das heißt, ich war das ja ein bisschen gewohnt, auch nach mir selber zu gucken, meditiere seit 10 Jahren. Und habe mir dann gedacht, puh, und jetzt gibt es da draußen bestimmt Ärzte, die sind 1000-mal besser wie ich. Das sind ganz hervorragende Ärzte. Aber die hatten vielleicht nicht so viel Zeit oder Lust wie ich, sich mal vorher mit sich selber zu beschäftigen. Und die kommen in so eine Situation. Hilft denen dann vielleicht einfach schneller rauszufinden und schneller Entscheidungen zu treffen, schneller die Möglichkeiten zu haben, Perspektiven zu wechseln, schneller wieder glücklich und zufrieden im Beruf zu sein. Und so kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt zwar das, was ich möchte, ich brauche aber das Handwerkszeug. Und da war es mir wichtig, einfach was Seriöses zu haben und habe deswegen den Kurs an der Fachhochschule gemacht. Mhm. Ich würde ganz gern gleich nochmal ein bisschen tiefer auf dieses Thema Mind-and-Body-Medizin eingehen, weil das auch ein super spannendes Thema ist. Ich glaube auch für viele wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was da möglich ist, beziehungsweise was da überhaupt geht. Ich bin auch ganz ehrlich, im Vorfeld habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, was ist da los, aber so viel kannte ich zu dem Thema auch noch nicht. Deshalb ganz schön, mal jemanden hier dabei zu haben, der das wirklich schon durchlaufen hat. Aber die Frage nochmal danach. Dieses Thema Auseinandersetzung mit sich selbst. Du hast gesagt, du meditierst eine ganze Zeit. Jetzt höre ich das von immer mehr Medizinern, insbesondere von jungen Medizinern, aber eben auch von Medizinern oder auch von Menschen, die im Leben auch schon ein paar Dinge hinter sich haben. Glaubst du, dass da ein Wandel stattfindet gerade? Glaubst du, dass da die Möglichkeit besteht, wirklich was zu verändern, wenn noch mehr davon erfahren, welche Möglichkeiten das Thema Meditation und Auseinandersetzung mit sich selbst möglich macht? Absolut. Also ich glaube einfach, dass wir werden unsere Welt jetzt nicht ändern. Also die wird so hoch, die wird noch viel komplexer werden. Also das wird so rasend schnell gehen, glaube ich, dass sich wahrscheinlich der Geist schwer tun wird, da hinterherzukommen. Also mit allem, was er ist. Und da, glaube ich, ist die Meditation, und zwar
weg von allem Esoterischen, weg von all dem, was die Meditation vielleicht so ein bisschen gruselig macht, so für den banalen Schulmediziner. Die reine Form der Meditation, das Gehen in die Stille, das Gedanken loslassen können, die wird, so bin ich mir sicher, kann für jeden ein Riesenstandbein sein, um da einfach gelassen durch diese Zeit hindurch zu wandeln. Mhm. Also die Meditation ist ein Werkzeug, das du brauchst nichts dazu, jeder kann es. Man kann es sogar mit allen Menschen machen, man muss nicht die gleiche Sprache sprechen. Es ist was absolut Verbindendes und es ist was total einfach Umzusetzendes. Und für mich ist es nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Und das ist nicht so, weil viele sagen, also ich kriege dann ganz oft zu hören, ja gut, du hast natürlich die Zeit, einfach vielleicht 20 Minuten am Abend dahin zu setzen. Nee, habe ich nicht. Es gab so viele Momente in meinem Leben, in denen ich meditiere überhaupt nicht jeden Tag. Gar nicht. Ich meditiere auch nicht dreimal die Woche eine Stunde. Ich meditiere dann, wenn die Zeit dafür da ist. Ich versuche es immer dreimal die Woche zu machen. Das sind aber manchmal einfach nur 5 Minuten, weil einfach nicht mehr Zeit da ist. Mhm. Und das ist was, da muss man einfach, glaube ich, gelassener mit umgehen, weg von jedem, man muss, man soll und dann muss man das auch immer machen und jeden Tag. Einfach mal beginnen, einfach mal ausprobieren, gucken, was bringt es. Ja, ich finde das sehr schön, weil damit natürlich auch so ein Mythos so ein bisschen zerstört wird. Aber also, ne, ich muss das machen, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss mich so und so hinsetzen, ich muss Dinge so und so machen. Ich glaube, wichtig einfach mal, wie du gerade gesagt hast, zu beginnen, einfach mal ein paar Dinge auszuprobieren. Aber das Einzige, was ich vielleicht muss, ich muss in dem Moment das Gefühl haben oder die Möglichkeiten sehen, die dahinter einfach mal was auszuprobieren. Genau. Ja, als nicht nur als Medizinerin und Ärztin unterwegs in der Praxis, sondern du bist, hast gerade gesagt, ausgebildeter Business Coach und bietest das ja auch deinen Kollegen und Kolleginnen an, die sich gerne mal damit auseinandersetzen möchten, in Anführungsstrichen ein besserer Arzt zu sein, um sich einfach mal mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht auch so einen Prozess einzuleiten. Du hast das auch geschrieben nochmal, es ist ein Wunsch, andere Ärztinnen und Ärzte auf diesem Weg zu begleiten, damit sie sich nicht aus der Medizin herausgehen und nicht ausbrennen, sondern begeistert dabei bleiben. Genau. Ich erlebe das ja auch immer wieder, dass es eine Berufung ist für viele, in die Medizin zu gehen, weil wirklich der Wille dahinter steht, Menschen zu helfen und Gutes zu tun und wirklich auch Spaß an der Sache zu haben, an der Medizin zu haben. Sag doch mal, wie geht so ein Coaching vor? Wie gehst du dabei vor? Wie erreichst du die Menschen und wie erreichst du vielleicht auch, dass sie nicht nur einen Schritt gehen, sondern langfristig dabei bleiben? Also, prinzipiell ist es so, ich mache das nicht, damit sie unbedingt ein besserer Arzt werden, sondern ich mache das deswegen, ich biete es an, damit sie die Möglichkeit haben, wieder der Arzt zu werden, der sie immer sein wollten. Mhm. Gar nicht besser, schlechter, größer, schneller, sondern nur das Berufsleben führen, das sie gerne leben möchten. Mhm. Und mein Coaching ist wirklich völlig, völlig banal. Das ist im Prinzip ähnlich wie mit einem Gespräch mit einem richtig guten Freund. Also wenn man einen richtig guten Freund hat, der einen kritisiert, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der einfach grundehrlich ist. Also ich bin so eine Art Gesprächsbuddy. Ich biete den Raum und halte den Raum. Im Englischen gibt es immer so das schöne Wort hold the space. Das finde ich einfach die schöne Vorstellung. Also man hält diesen Raum offen, damit ich Fragen stellen kann und mein Klient die Antworten findet, die er hat, die in ihm drin sind. Mhm. Und damit mit diesen Antworten einen anderen Blickwinkel kriegen kann und auch die Perspektive mal wechseln kann. Und das ist eigentlich die Lösung. Also dieser Perspektivwechsel, die Sache anders zu betrachten, und das kann man nicht alleine oft, weil das ist einfach schwierig. Also man kann schon so einen Pseudo-Perspektivwechsel durchführen, aber so einen richtigen Perspektivwechsel, das ist alleine was Schwieriges. Und das ist sozusagen das Erste. Das ist so das Erste. Erstmal, was habe ich? Was ist denn der Status quo? Wie sieht mein Leben aus? Mhm. Und dann formulieren wir immer ein Ziel. Also wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Und dann gucken wir, was für Optionen gibt's und was für Maßnahmen braucht man dann, um dann loszugehen. Und grundsätzlich geht's
mir ganz viel um tatsächlich dieses, was für ein Mensch möchte ich sein? Mhm. Wer möchte ich sein? Nach was für Werten möchte ich leben? Was möchte ich bewirken in dieser Welt? Und das hört sich alles so ganz groß an, ist es aber überhaupt nicht. Und es gibt ganz viele, die mir immer wieder sagen, also ich brauche das nicht, weil ich bin ja ganz zufrieden. Das ist auch gut und das ist auch schön. Nur wer hadert, der kann sich an diesen Ankern, an den Grundwerten, einfach total festhalten und kann immer wieder gucken, so schauen, passt das so in meinem Leben? Erfülle ich diese Werte? Erfülle ich meine Bedürfnisse oder erfülle ich sie nicht? Und dann haben diese großen Begriffe von Unglück und Stress und alles, die verschwinden irgendwie, wenn man einfach seinen Bedürfnissen gerecht wird, wenn man ein bedürfnisorientiertes Leben führt. Und das versuche ich einfach in diesem Coaching umzusetzen. Und ich tue da nicht viel. Also ich mache eigentlich nicht viel. Die zu mir kommen, die haben alles in sich. Ich mache da nicht viel, ich stelle nur Fragen. Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf, es ist alles schon da. Du hast das gerade, glaube ich, auch schon gesagt. Und an der Stelle immer wieder auch die richtigen Fragen zu stellen, um dann einfach den Gegenüber, also den Coachee selber, die Antworten sich geben zu lassen, weil die auch schon da sind, nur die müssen vielleicht einfach rausgelockt werden beziehungsweise mit ihm zusammen erarbeitet werden. Ne? Ich finde auch sehr schön deine Homepage, wir machen ja sowieso die Verlinkungen zu dir, zu deiner Homepage, zu deinen Facebook-Seiten und so weiter, alles, was du anbietest, unten in die Shownotes, damit man sich sofort auch mit dir in Verbindung setzen kann und vielleicht auch einfach mal gucken kann, was du so machst. Ich finde es sehr schön, deine Seite ist so klar, also du hast wenig geschnörkelt, sage ich mal, drumherum, du hast eine sehr klare Präsenz auf deiner Seite, auch deine Bilder sind sehr klar und damit kann ich mir eigentlich genau das, was du jetzt gerade umsetzt, ich mache gar nicht viel, aber auf der anderen Seite ist es eben doch viel, weil die Erkenntnis, die dahinter steht, ist ja dann wirklich oft sehr groß. Also zu sehen, Mensch, es ist gar nicht schwer, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich brauche nur jemanden, der mich vielleicht auf diesem Weg ein Stück begleitet und dann kann ich vielleicht, habe ich vielleicht schon die Richtung, in der ich auch weitergehen möchte. Also ich glaube, der zentrale Punkt, einfach mit jemandem die Erkenntnis zu erarbeiten, dass da etwas ist, wenn ich unzufrieden bin und das für sich nachhaltig auch immer wieder zu beschreiben. Es gibt ja dieses Buch, das Café am Rande der Welt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wirst du wahrscheinlich, wo ja die Frage gestellt wird, wofür bin ich da oder beziehungsweise wofür bin ich gemeint oder was ist meine Aufgabe? Denn es gibt ja die einen, die lässt diese Frage nie mehr los, weil sie sich immer wieder neu damit beschäftigen wollen und für die anderen ist es eben einfach, okay, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ich glaube, die sich die Frage stellen, die finden dann auch Antworten und sehr schön auch mit dir zusammen. Also ich finde deine Klarheit so, so toll. Also das ist was, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Danke. Mir geht es auch wirklich, also prinzipiell das Wichtigste an der Sache ist, und das möchte ich auch immer allen jungen Ärzten sagen, wenn ich merke, die straucheln und das System ist nicht in Ordnung. Das ist ein völlig veraltetes System, was mit unserer komplexen Welt nichts mehr zu tun hat. Aber wir haben die Wahl. Und ich höre immer wieder, ich habe nicht die Wahl. Ich kann nicht, aber man hat die Wahl. Mhm. Man hat die Wahl, sich frei zu entscheiden. Ich habe die Wahl, wie ich zu dem Patienten bin. Ob ich das vielleicht nur eine Minute empathisch sein kann, weil ich keine 10 Minuten Zeit habe. Das stimmt. Aber ich habe die eine Minute Zeit. Und von meinem Gefühl ist es so, wenn die, mit denen ich arbeite, wenn die merken, sie haben die Wahl und sie fangen an, kleine Dinge an sich zu verändern und in ihrem Umgang mit dem Außen, also mit dem Gesundheitssystem, dann verändern sich auf einmal ganz viele Dinge da. Und das ist so schön zu sehen. Also der Prozess ist möglich und das, ja. Ja, du hast auch gesagt, wo du gerade System sagst, das System bietet aber auch gute Chancen für Ärztinnen und Ärzte, Patienten ganzheitlich zu behandeln. Also ich sag mal, wenn ich die Entscheidung treffe, und das ist sowieso ja eines der größten Punkte, irgendwann eine Entscheidung zu treffen für sich, wo will ich hin, wo ist meine Richtung? Ne? Ich glaube, dann kann ich auch in dem bestehenden System, weil ich ja Teil des Systems bin, vielleicht doch etwas tun dafür, dass es besser wird, dass es den Patienten besser geht und dass man vielleicht dann auch eine Art von Selbstverwirklichung in dem Job noch mehr findet. Auch wenn natürlich, also ich kann das jetzt gerade sagen, wir haben gerade persönlich eine Situation im Krankenhaus die letzten 14 Tage miterlebt, wo man immer wieder merkt, es ist die Mediziner, die Pflegekräfte, die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sind teilweise einfach unglaublich überfordert mit der Situation. Ja, das sind alles nette Menschen. Also ich habe da niemanden erlebt, der unfreundlich ist.
aber die vielleicht einfach mit der Situation überfordert sind, in der sie sich da gerade befinden. Wenn ein Mediziner nach 7, 8 Stunden in der Notaufnahme einfach fertig ist, weil er also körperlich, weil er wahrscheinlich nicht nur die erste Nacht da ist, sondern schon die zweite, dann ist, also der lag, ich war das letzte lag dann irgendwann auf dem Stuhl, Kopf nach hinten und eingeschlafen innerhalb von 2 Minuten, weil es einfach eine absolute Überforderung war, ne, in dieser Situation. Und das nachzuvollziehen und sich mal zu hinterfragen, wie kann ich vielleicht ein bisschen was ändern, da finde ich sehr schön, dass es Menschen wie dich gibt, die da einsteigen und die versuchen, das ihren Kollegen auch näher zu bringen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das von Kollegenseite kommt, ja, weil es authentischer ist damit. Ja. Ne? Weil du kennst die Situation, du hast sie selbst erlebt. Ja, genau. Erzähl auch noch mal ein bisschen was zu dem Thema Mind and Body Medizin. Ja. Also das hat mich sehr interessiert und interessiert mich nach wie vor. Ja, erzähl doch einfach mal. Wie ist dazu gekommen? Warum hast du gesagt, ich möchte dieses ganzheitliche Thema mit aufnehmen? Also, es ist so, dass 2010, genau, ist mein Opa gestorben, an dem hing ich sehr. Mhm. Und 6 Wochen später, also und war davor krank, ziemlich krank. Und 6 Wochen nach dem Tod von meinem Opa hatte mein Papa einen schweren Herzinfarkt. Und das war so, wo ich gemerkt habe, puh, mir zieht es völlig den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte gleichzeitig, also 8 Wochen später oder 7 Wochen später, hatte ich eine total schwere Prüfung. Also sowas wie eine Art Staatsexamen, ein bisschen anders. Und habe überhaupt nicht mehr gewusst, wie ich zurande kommen soll. Und hatte dann wirklich so richtige Schlafstörungen. Also ich habe immer gedacht, das Telefon klingelt und wieder ist irgendjemand gestorben oder krank. Also mein Kopf hat das, mein Kopf und Körper haben das überhaupt nicht gebacken gekriegt, da wieder in die Ruhe zu kommen. Und habe dann mir überlegt, na gut, jetzt bin ich dann, da war ich im 9. oder 10. Semester, jetzt kann ich mir, in 2 Jahren muss ich Menschen behandeln, jetzt muss man in die Pötte kommen und gucken, wie ich mir da helfen kann. Und habe dann gemerkt, ich kann mir gar nicht helfen. Ich könnte mir Tabletten geben, ein bisschen Baldrian vielleicht, aber so richtig helfen kann ich mir nicht. Und habe mir dann, hab dann gedacht, na super, also das ist jetzt irgendwie nicht, da war es halt letzter Schluss, dass man da bei solchen Sachen einfach nicht weiterkommt. Und wusste dann, das will ich auf keinen Fall so machen später mal. Und habe dann gegoogelt und bin dann auf die Seite, das war damals ganz neu, die Mind Body Medizin. Ich glaube, ich war in der 2. Summer School, die angeboten wurde, in Essen. Das ist im Knappschaftskrankenhaus beim Professor Dobosch. Mhm. Und habe dann so eine Summer School gemacht. Das ist so ein Kurzseminar und wollte mich dann anmelden für das Vertiefungsseminar, was 1,5 Jahre geht. Und dann hieß es, das dürfen nur fertige Mediziner. Ich darf da nicht mitmachen. Mhm. Dann habe ich denen halt erklärt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn ich was verändern will, wenn ich die Naturheilkunde an den Mann bringen will, dann muss ich die ausbilden, die losgehen, die frisch sind, die Lust haben, die ja, die Begeisterung zeigen. Und habe sie dann ein bisschen überredet, quasi mich da mitmachen zu lassen. Und wenn ich das nicht gut mache, könnte man mich ja wieder rausschmeißen, quasi, okay, so den Verkauf. Sehr gut, ja. Und das hat mir dann riesen Freude gemacht, diese Zusatzausbildung. Bei der Mind-Body-Medizin geht es darum, dass man sagt, den Menschen wieder den Menschen dazu zu befähigen, dass er sich selber um seine Gesundheit kümmert. Mhm. Also ganz viel zu sagen, hier sind ganz viele Werkzeuge, die du haben kannst, damit du dich selber um deine Gesundheit kümmern kannst, damit du einfach viel weniger überhaupt zum Arzt musst. Also die Selbstwirksamkeit erhöhen. Mhm. Da geht es um Ernährung, da geht es um Bewegung, Atmung, Naturheilkunde und Entspannung. Das sind so die Säulen, die tragen drüber das Dach aus Beruf und Familie, drunter noch so ein bisschen ordnungstherapeutische Maßnahmen. Und das war ein Konzept, wo ich gemerkt habe, boah, klasse, da muss ich nicht in eine andere Kultur einsteigen wie in die TCM, da muss ich nicht, sondern ich habe eine Naturheilkunde, die hier auch sich in Deutschland entwickelt hatte. Und ich habe da ganz viel, wo ich rausziehen kann, um wirklich die Selbstwirksamkeit zurückzugeben. Und das hat mir natürlich für die Pädiatrie gut gefallen, weil ich schon gemerkt habe, dass es nicht mehr so viele Menschen gab, die von ihren Eltern beigebracht gekriegt haben, was sind Wadenwickel, was für Kräutertees nimmt man, bei welcher Erkrankung, wie behandelt man, ab wann ist Fieber gefährlich, so. Und da habe ich gemerkt, boah,
Und wenn man das an den Mann bringen könnte, dass man erstmal die Erwachsenen lernt, wieder selbstwirksam gesund zu sein und eine Selbstwirksamkeit zu erfahren, dann können das auch die Kinder lernen. Und so ziehen wir gesunde Erwachsene groß. Und da shiftete sich mein Fokus von dem, ich bin Ärztin, um mich um kranke Menschen zu kümmern, hin zu, ich bin Ärztin, um mich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Also im Vordergrund habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, ist so ein bisschen, kann man das sagen, die Verbindung zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, aber eben aus einem ganzheitlichen Ansatz heraus. Gibt es ja auch viel mit Entspannungstechniken und so weiter noch dazu. Genau. Also im Vordergrund steht ja eher die Salutogenese, die eben die Gesundheit fördern, so das hast du ja gerade auch noch gesagt. Ne? Genau. Ich habe auch gesehen, dass es immer noch im Ruhrgebiet so ein paar, also in Essen, in Duisburg, in Bochum gibt es, glaube ich, mittlerweile Ausbildungsgänge, irgendwo anders habe ich auch noch gesehen, immer angekoppelt so ein bisschen an das Thema Allgemeinmedizin. Mittlerweile Teil einiger Studiengänge habe ich gelesen, aber eben noch zu wenig. Warum glaubst du, dass das noch nicht anerkannt ist? Also anerkannt im Sinne von, warum geht das nicht in den Lehrplan ein? Also, weil in der Medizin alles ewig dauert. Also bis sich was an einem Medizinstudium verändert. Das ist wirklich unfassbar. Das zieht sich ja durch unser gesamtes Leben durch. Das fängt im Studium an, da dauert es alles. Und dann mit der Landesärztekammer, mit den KV, also es dauert immer alles, jegliche Veränderung dauert wirklich Jahrzehnte. Also das ist was ein systemimmanentes Problem. Und einfach, weil in diesen Gremien, die was entscheiden, sitzen ja einfach ausgebildete Professoren und Schulmediziner. Also da sitzen nicht Leute, da sitzen jetzt nicht ganz viele junge Ärzte, die sagen, boah, auf was haben wir Lust, was können wir in das Studium integrieren? Da sitzen Herrschaften. Und die sehen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit dafür, da das zu integrieren. Weil da müssen sie sich erstmal damit beschäftigen, was ist es und was bringt es. Und dann es ist es einfach ja so was ein bisschen Unheimliches immer. Es ist vielleicht auch noch so ein bisschen, ich habe tatsächlich auch gelesen und da habe ich mir gedacht, okay, da wird tatsächlich auch wieder ein etwas bedient, also ein Strickmuster hätte ich fast gesagt, bedient, wo man dann sagt, ja, da ging es dann in die Teeküche und da saßen Leute in Strickpullis und dann hatten die alle Birkenstockschuhe an. Ich meine, man das ist ja der Gedanke, wenn man sich so mit Naturheilkunde und so weiter beschäftigt, dass das längst nicht mehr so ist, dass das alles ganz anders ist. Es ist eine ganz moderne Form von Heilung, von Medizin. Wenn ich gerade junge Mediziner sehe, wie die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sind grundlegend anders. Die achten auf sich, die haben wirklich einen Anspruch an sich, die gehen nachhaltig mit sich, mit ihrem Körper, mit der Natur, mit der Umwelt um. Also die Lebenseinstellung ist einfach eine ganz andere. Aber ich finde, es ist weit weg von dem, was vor 20, 25 Jahren war, wenn es darum geht, da sitzen nur alle und reden über alternative Themen. Also ich glaube, dass da vielleicht muss man da auch so ein bisschen so einen Mythos aufbrechen. Also das ist ja genau wie du hast das gerade so schön gesagt mit dem Thema der Meditation. Auch da ist es ja vollkommen anders geworden. Es gibt ganz andere Richtungen, es gibt ganz andere Strömungen weg von Esoterik, sondern einfach, dass es in Richtung Wohlfühlen geht. Und ich glaube, wenn man noch mehr darüber spricht und noch offener wird mit diesen Themen, dann wird das einfach irgendwann auch bei den in Anführungsstrichen Herrschaften ankommen oder alten Herren ankommen, ja, dass es einfach ein ganz anderes System gibt. Deshalb machen wir übrigens diesen Podcast, damit das ganz viele mitkriegen und damit wir mal über diese Themen wirklich ganz offen auch sprechen können. Das ist auch ganz großartig, was du machst. Also, nein, wirklich. Ich habe jetzt extra eine Pause gemacht, damit du Zeit hast, das zu sagen. Ja. Nein. Du hast mir vorhin angehört, ich war begeistert, so viele Dinge, die man gedacht hat. Also, großartig. Ja, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil es müssen einfach mehr Menschen erfahren, welche Möglichkeiten die Medizin bietet. Und das Thema ambulante Versorgung, und das ist ja wirklich ein zentrales Thema hier für uns im Podcast, es gibt eben so viele Möglichkeiten, die ambulante Versorgung zu stärken. Es ist eben nicht nur der Weg in die Praxis, es ist eben auch viel, viel darum herum. Und wenn sich aus diesem Thema neue Wege ergeben, um unternehmerisch tätig zu sein als Arzt, als Mediziner, dann stärkt das eben grundsätzlich das Thema Patientenversorgung. Ich glaube, das ist etwas, was uns in Zukunft noch ganz, ganz viel beschäftigen wird. Jetzt bist du ja im Grunde nicht unbedingt durch die Familie geprägt eine Medizinerin.
Deine Familie ist ja, wir haben das vorhin im Vorgespräch noch gesagt, du hast geschrieben, du bist in einer der ältesten Familienbrauereien der Welt geboren. Und ich habe dann natürlich auch sofort gefragt, ob ich die Brauerei kennen würde. Und wir kennen sie bestimmt alle, auch wenn wir es jetzt gerade nicht wissen. Ich mache mal jetzt ein bisschen Werbung. Wir machen jetzt sogar mal was wir sonst nicht machen, aber wir machen einfach mal die Verlinkung zur Familienbrauerei in die Shownotes. Also das ist die Brauerei Zödler. Im Allgäu, ihr seid im Allgäu, also in Kempten, tatsächlich? Wir sind in Rettenberg, direkt am Gründen. Also. Ehrlich, da werden jetzt ganz viele Menschen hinströmen, ganz viele Mediziner werden jetzt zu eurer Brauerei kommen. Und die Sophie hat gerade noch einen Step für diesen Podcast. Man muss das jetzt einfach mal erzählen, weil ich finde die Story so schön. Wir hatten kurz eine Aufnahme machen wollen, aber die Kamera funktioniert nicht. Und Sophie hat gesagt, ich fahre sofort nach Hause, dann kriegen wir es hin. Und ist dann von der Brauerei nach Hause gefahren, ist geblitzt worden, musste 25 Euro bezahlen und sitzt jetzt hier. Und ich habe mich total gefreut. Sie hat gesagt, das war ihr das total wert. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du das gemacht hast, dass du uns heute hier im Podcast zur Verfügung gestanden hast. Finde ich wirklich super. Ich möchte mit dir so zum Schluss, so zum Abschluss, gibt es ja normalerweise eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich habe das jetzt ein bisschen geändert für dich heute. Und ich nenne dir jetzt 10 Begriffe. Und diese 10 Begriffe würde ich dich bitten, einfach mal das zu sagen dazu, was dir spontan dazu einfällt. Es gibt, du kannst auch bei einem Begriff weiter sagen, aber nur bei einem. Aber ist alles nicht schlimm, du wirst das sehen. Ja, also immer das sagen, was dir spontan als erstes dazu einfällt. Ja. Familie. Familie ist meine Basis, bedeutet für mich wirklich Frieden, bedeutet für mich die Möglichkeit, die zu sein, die ich bin, ohne die Angst zu haben, dass mich irgendjemand verletzen möchte. Krankenhaus. Krankenhaus bedeutete für mich persönlich eine richtig, richtig gute Ausbildung. Viel Lachen, viel Tränen, kaum Schlaf, viel Förderung durch tolle Oberärzte und die Möglichkeit zu erfahren, was es bedeutet, von einem Team getragen zu werden und mit einem Team neue Dinge zu machen und zu schaffen. Sehr schön. Digitalisierung. Digitalisierung, viel zu wenig in der Medizin, viel, viel zu wenig, alles immer durch mit wahnsinnig vielen Hürden verbunden. Wir Ärzte sollten einfach viel mehr Freude an der Digitalisierung haben. Wir sollten uns darauf freuen, was kommt und nicht schon immer so angstvoll dastehen und ja, da so ein bisschen zögerhaft sein. Wir sollten neugierig sein. Mhm. Zukunftsmedizin. Zukunftsmedizin ist für mich eine empathische, exzellente, ganzheitliche Medizin, getragen oder mitgestaltet von gesunden Ärzten. Jens Spahn. Weiter! Eine Chance hat es ja. Podcast. Podcast, für mich eine super Möglichkeit, wirklich. Ich hatte deinen Podcast vorher nicht gekannt und für mich ist Zuhören das Medium und das erfüllt der Podcast einfach, neue Dinge zu lernen, ohne Stress einfach. Dieses alleinige Zuhören, dieses von früher noch Geschichten erzählen, das ist für mich was ganz Behagliches. Coaching. Coaching ist das Werkzeug, um meine Vision von diesen gesunden und selbstbewussten, selbstbestimmten Ärzten dem ein Stück näher zu kommen. Mhm. Gesundheitssystem? Gesundheitssystem in Deutschland völlig überholt, aber einfach machbar. Also machbar da drin auch ein guter Arzt zu sein, machbar da drin ein starker Arzt zu sein und ein ganzheitlicher Arzt. Es ist ganz viel mehr machbar, als wir dem System auch zutrauen. Wir müssen mit dem System leben, arbeiten und können es nur dadurch verändern, dass wir in ihm bleiben. Wenn wir rausgehen, ist raus. Dann können wir daran nicht mehr viel verändern. Und der letzte Begriff, Allgäu. Allgäu ist Heimat. Allgäu, die Berge sind für mich, die Berge sind für mich, oder das Wandern ist für mich das vielleicht, was
für andere das Coaching ist. Das Wandern ermöglicht für mich einen Perspektivwechsel und ist meine Stille, mein Zuhause. Eigentlich müsste ich das genauso stehen lassen, aber ich möchte natürlich noch zwei, drei Sätze zu dem Interview sagen. Ich fand es ganz, ganz großartig mit dir, Sophie, weil mir ist eine Sache aufgefallen, die habe ich mir ganz am Anfang kurz aufgeschrieben und die habe ich am Ende jetzt dreimal unterstrichen. Du bist jemand, in allem, was du sagst, holst du was Positives raus. Es ist nicht ein Wort, das negativ ist. Also negativ im Sinne von vielleicht Kritik und die wäre dann berechtigt, aber du bist durchweg positiv in jeder Hinsicht und du holst selbst aus dem Thema Krankenhaus noch ganz viel Positives raus, wo viele andere, wenn ich dieses Wort sage, diese Frage stelle, immer nur sagen, oh, Stress will ich nicht mehr raus, schlechte Medizin, du sagst, das sind tolle Oberärzte, ich habe viel gelernt. Also ganz, ganz toll und ich glaube, das macht dich aus, dass du ein sehr, sehr positiver Mensch bist, das strahlst du aus, wenn man mit dir spricht, das sind deine Fotos, das sind deine Posts, die man auf Social Media sieht. Mach auf jeden Fall so weiter. Ich glaube, du kannst ganz, ganz viele Menschen inspirieren, ganz, ganz viele Kollegen inspirieren. Hat mich super gefreut, dass wir heute hier ein Interview zusammen gemacht haben. Und für alle die zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Freue ich mich immer drüber und bewertet tatsächlich. Schreibt etwas hin, wenn ihr wollt, egal was, schreibt was. Und natürlich eine Bewertung mit ein paar guten Sternen ist auch immer toll. Bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Es war mir eine Freude, Oliver, dass du mir die Plattform geboten hast, einfach vielleicht noch ein paar Ärzte und Menschen zu erreichen. Ich freue mich über jeden, der sich meldet und mit dem sich irgendwas ergibt. Ich freue mich. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Schöne Woche noch. Tschüss. Ja, ciao.